Prinzessin Peach gehört neben Mario und Luigi wahrscheinlich zu den bekanntesten Nintendo-Charakteren überhaupt. Aber auch wenn sie seit ihrem ersten Auftritt vor fast 40 Jahren in etlichen Titeln auftauchte und dabei oft auch spielbar war, hatte Peach ihr eigenes Spiel, abgesehen von Super Princess Peach für den Nintendo DS aus dem Jahr 2005, noch nicht. Mit Princess Peach Showtime für die Nintendo Switch ändert sich das jetzt endlich und ihre Majestät tritt ein wenig aus dem Schatten von Mario und Co. heraus. Und das im wahrsten Sinne des Wortes direkt ins Rampenlicht, denn die Prinzessin muss ein verwunschenes Theater vor dem Untergang retten und schlüpft dafür gleich mal in mehrere Rollen. Ob das Spaß macht und Nintendo hier den nächsten Switch-Hit abgeliefert hat, verrate ich euch in diesem Testvideo. Die Story von Showtime fällt gewohnt simpel und überschaubar aus. Eigentlich wollte Peach nur ein paar Aufführungen im Funkeltheater besuchen, als plötzlich die fiese Grape auftaucht und das Theater mit sämtlichen Aufführungen darin zusammen mit einer rabiaten Maskenträgertruppe kapert. Die Geschichte reißt fast schon Nintendo-typisch keine Bäume aus, dafür fällt die Inszenierung mit schicken Render-Zwischensequenzen ganz ansehnlich aus und man weiß sofort, worum es geht. Bevor es gleich mit Peach großem Auftritt weitergeht, hat Daniel noch eine Nachricht von unserem Sponsor für euch. Dieses Video wird euch präsentiert von NordVPN, eurem Sicherheitsbuff fürs Gaming und mehr. Beim Surfen im Internet schützt NordVPN eure Privatsphäre und macht euer Spielen sicherer. Zum Beispiel hilft NordVPN dabei, euch vor DDoS-Angriffen zu schützen. Außerdem kann euch NordVPN vor aktivitätsbasierter Bandbreitendrosselung schützen und ermöglicht den Zugriff auf eure Lieblingsinhalte von zu Hause, wenn ihr im Ausland unterwegs seid. Für alle, die sich noch mehr Sicherheit wünschen, bietet NordVPN in seinem Komplettpaket einen verschlüsselten Cloud-Speicher und einen Passwortmanager. Holt euch jetzt über nordvpn.com/gamestar 4 extra Monate und Rabatt auf das 2-Jahres-Paket, risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Weitere Informationen und den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Es ist nun also an Peach, das 6-stöckige Theater von Grape und ihren Anhängern zu befreien und in den Aufführungen wieder für gute Laune zu sorgen. Alleine ist sie dabei allerdings nicht, sondern bekommt Unterstützung vom kleinen Stern Stella, der Prinzessin die sogenannte Funkelkraft verleiht, mit der Peach mit Objekten und Figuren in den Levels interagieren kann, etwa Blumen erblühen lassen oder Gegner bekämpfen. Entwickler Goodfeel hat schon einige klassische 2D-Jump'n'Runs gemacht, etwa Yoshi's Crafted World oder Kirby und das magische Garn. Showtime lässt sich nicht gänzlich in dieses Genre-Korsett zwängen, auch wenn es viele Elemente davon beinhaltet. So laufen wir beispielsweise auch hier meist ganz klassisch von links nach rechts durch die streng linearen Level, die wie Theaterstücke inszeniert sind. Dass Showtime deutlich abwechslungsreicher und überraschender ist als viele andere Jump'n'Runs, liegt an den unterschiedlichen Kostümen, in die Peach in den insgesamt 30 Levels bzw. Aufführungen schlüpft. 10 Verkleidungen gibt es insgesamt und jede davon stattet Peach mit besonderen Fähigkeiten aus, mit denen sie zeigen kann, was sie auf dem Kasten hat. Als Fechterin schwingt sie beispielsweise das Florett, um Gegner oder störende Hindernisse zu beseitigen. Als Ninja dagegen muss sie sich möglichst unauffällig verhalten und Tarnung einsetzen. Als Cowgirl wickelt sie Gegner mit ihrem Lasso ein und reitet auf einem Pferd. Und als Patisserie Peach verziert die Prinzessin leckere Torten mit Schaum, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Das klingt nicht nur ziemlich variabel, das spielt sich auch so, auch wenn es pro Aufführung nur eine Verkleidung gibt und wir diese nicht wechseln können. Generell haben viele der Level in Showtime durch die Kostüme eine schöne Dynamik und variieren diese auch mal innerhalb einer Aufführung, etwa wenn wir als Superheldin Peach nach einem Abschnitt auf dem Boden plötzlich durch die Luft schweben und UFOs wegboxen müssen, oder als Meerjungfrau Fische mit unserem Gesang steuern, um Muscheln zu öffnen. Der Mechanismenmix erinnert stellenweise sogar an den Koop-Kracher It Takes Two, an dessen Einfalls- und Abwechslungsreichtum kommt Showtime dann allerdings nicht heran. Denn so vielfältig die Kostüme anfangs auch sein mögen, spielen sich einige von ihnen auch ziemlich ähnlich, etwa die Fechtmeisterin und die Kung-Fu-Kämpferin. Außerdem sind manche Verkleidungen ausgefeilter und spielerisch interessanter als andere, weswegen die Auswahl der Kostüme nicht hundertprozentig gelungen wirkt. Aha. Diese etwas schiefe Balance gibt's dann auch bei den Levels selbst. Während wir in manchen Aufführungen von einer spektakulären Szene in die nächste hetzen, sind andere schon nach wenigen Minuten vorbei und erinnern eher an Mario Party-Minispiele.
Princess Peach Showtime lässt keinen Zweifel daran, dass es eine jüngere Zielgruppe anspricht, nicht nur weil es eine optionale Einstellung für 3 zusätzliche Herzen gibt, mit der die Prinzessin mehr Treffer einstecken kann. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad gut austariert ist, dürfte echt Nintendo-Cracks hier ganz sicher die Herausforderung fehlen. Großartige Steuerungsraffinessen gibt's beispielsweise nicht, jedes Kostüm beschränkt sich im Grunde auf 2 Aktionstasten. Das macht die Bedienung natürlich sehr eingängig und überschaubar, so direkt und feingeschliffen wie zum Beispiel bei den Mario-Hüpfern ist sie allerdings nicht, was sich vor allem bei manchen Sprüngen in Kombination mit der festen Kameraperspektive bemerkbar macht. Außerdem gibt es Abschnitte, bei denen wir in der Hektik des Geschehens auch mal unbeabsichtigt getroffen werden, auch wenn sich diese Momente an einer Hand abzählen lassen. Dafür bekommt Peach etwas hin, was ihr Klempnerfreund Mario in seinen letzten Spielen vermissen ließ, nämlich cool inszenierte und vor allem abwechslungsreiche Bosskämpfe jeweils zum Abschluss einer jeden Etage. Dieser Vogel hier zum Beispiel macht seinem Namen Disco-Schnabel alle Ehre, weil er sich in genau eine solche Kugel verwandeln kann und zudem Level-Elemente an die Decke schleudert. Und bei dieser großen Schlange gilt es, ihren Suchscheinwerferaugen auszuweichen und hinter Deckungen zu bleiben. Mehr dürfen wir euch leider nicht zeigen, lasst euch aber gesagt sein, dass die Bosskämpfe ein echtes Highlight sind und wir gerne noch deutlich mehr davon gehabt hätten. Mehr davon gehabt ist ohnehin ein gutes Stichwort bei Showtime, denn das Spiel ist leider viel zu schnell vorbei. Wir haben den Abspann nach 2 Abenden bzw. 6-7 Stunden Spielzeit gesehen und dabei manche der insgesamt 30 Level sogar mehrfach gespielt. Danach gibt es speziell für Komplettisten immerhin noch den Anreiz, alle Funkelsterne und Bonuskleider zu finden, die teilweise ziemlich gut versteckt sind. Grundsätzlich hätte das Spiel aber noch ein paar Theateretagen und Kostüme mehr vertragen können, so aber bleibt in Sachen Umfang ein fader Beigeschmack, zumal Showtime ein reines Solo-Abenteuer ist und ein Koop-Modus für zumindest 2 spielende Personen fehlt. Immerhin können sich Peach und Stella im Shop mit neuen Kleidern bzw. Outfits eindecken, die wir mit den in den Aufführungen gesammelten Münzen bezahlen. Schon bei Yoshi's Crafted World oder Kirby und das magische Garn bewies Entwickler Goodfeel bei der Optik eine erstaunliche Stilsicherheit und das ist bei Showtime nicht anders. Die Theater- und Bühnenthematik wird mit den schick gestalteten Kulissen mit vielen beweglichen Elementen wunderbar eingefangen. Kleine grafische Details sorgen zudem für Schmunzler, etwa wenn Peach als Ninja unter Wasser durch ein Bambusrohr atmet. Das Ganze ist insgesamt super sympathisch präsentiert und macht gute Laune. Allerdings stellt sich anders als beispielsweise damals in Crafted World mit der Zeit auch ein gewisser Abnutzungseffekt ein, da die Kulissen trotz unterschiedlicher Themengebiete ziemlich ähnlich aufgebaut sind, der Überraschungseffekt der ersten Level verpufft dadurch also etwas. Dazu kommt, dass die Animationsqualität schwankt, denn während manche Bewegungen sehr geschmeidig wirken, wie zum Beispiel hier beim Eiskunstlauf, sind andere grob schlechtiger und weniger gelungen. An der Musikuntermalung mit vielen schönen Stücken, die generell wunderbar zum jeweiligen Thema der Aufführung passen, haben wir dagegen nichts zu meckern. Was unter dem Strich bleibt, ist ein gelungener Auftritt von Prinzessin Peach im Switch-Rampenlicht, der mit ein wenig Feinschliff hier und da aber noch etwas besser hätte ausfallen können. Aber auch ohne den und ohne Hitsiegel dürften besonders kleine Zocker und Familien mit dem verzauberten Theater und den vielen sympathischen Ideen darin eine Menge Spaß haben, auch wenn dieser zu schnell vorbei ist. Wenn es nach uns geht, darf Peach also gerne schon bald in eine Hauptrolle zurückkommen. Was sagt ihr zu Princess Peach Showtime? Ist das was für euch oder winkt ihr dankend ab? Schreibt mir eure Gedanken und Meinungen gerne in die Kommentare. Delicious! Thank you!